Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo nur wunderschöne Menschen zusehen. Wow, siehst du heute wieder bezaubert aus. Freunde, wir sind am Start mit Flair und Katja. Katja und Flair, besser gesagt. Okay. Wie? Warum? Weshalb? Gibt es noch welche weh? Ich muss wieder, Dings. Wo wurde das erzählt? Wie heißt denn das? Kickerstraße. Wie heißt denn das? Sesamstraße. Das muss ich wieder gucken, um das zu wissen. Auf jeden Fall sind wir wieder am Start und ich freue mich sehr drauf, weil es so ungewohnt ist, so... Als dieses Bild gepostet wurde, wo die Essen waren, da habe ich schon gerochen, da habe ich schon... Da hatte ich schon Manta-Rochen an meiner Nase, weil ich wusste, okay, wir werden irgendwas bekommen. Jetzt haben wir Million Dollar, und ich bin wirklich gespannt. Die Bewertungen sehen eigentlich relativ gut aus, also was heißt relativ gut, aber besser als erwartet jetzt. Das Video ist von Spectre, soweit ich weiß. Ja, das Video ist von Spectre. Das hat mir ein kleines Vögelchen schon gezwitschert und ich bin jetzt wirklich gespannt, weil ich mag, viele wissen es, ich mag Flair sehr gerne. Ich liebe Flairs Musik, ich mag ihn als Person, Interviews sind immer Highlights von ihm. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt die Kombination mit Katja geben wird. Von der ich ein, zwei Songs, Real Talk, auch ab und zu hören kann. Casino Royale, nicht Casino Royale, das heißt glaube ich nur Casino. Und irgendein anderer Song. Wobei mir bei Casino zum Beispiel ihre Stimme dann auf Dauer doch zu soft ist und zu gecleant wurde. Ich bin gespannt. Keine Ahnung, Mann. Ich gehe unvoreingenommen rein. Link zum Original in der Beschreibung. Wir hören rein. Let's go. Oh, oh, sorry. Sorry, schlecht pausiert. Tut mir leid. Na, ich wollte gerade, ich habe extra nicht Million Dollar erst gesagt, damit noch Werbung auf dieses Video kommt. Kann ich eh vergessen, Digga. Scheiß drauf. Okay, kam nicht von nebenan, war im Video tatsächlich. Schönes Pferd. Schönes Pferd. Oh, ach, Digga, Dings, was, wie heißt das Tier? Taube? Oh, ey, Spectre-Videos 1A. Bro, schaut euch das an. Ganz kurz, einziges Manko direkt. Gar nicht böse gemeint so. Weiße Tiger werden... Gibt es natural nicht. Weiße Tiger soll es eigentlich nicht geben. Die entstehen nur in Gefangenschaft und haben oft krasse, krasse Einschränkungen. Herzprobleme, die können nicht richtig gucken. Die Augen, die schielen, man sieht es ein bisschen. Deswegen supportet keine weißen Tiger in irgendeiner Art und Weise. Das ist fürs Tier einfach nur eine Qual und die soll es natürlicherweise nicht geben. Sehen halt sehr schön aus, aber ja, egal. Okay. Das war ein krasser Einstieg, Mann. Holy shit. Was ein Einstieg von Flizzy. Wenn ein Baby mit mir datet, ist es Update. Denn ich esse ihre Pussy wie ein Cupcake. Und ey, auch diese kleine Animation darin, diese Vögelchen und diese Sachen. Sieht fresh aus. Sehr, sehr freshes Video, Mann. Thriller meiner ihren Lipgloss. Werde crazy von den Videos auf TikTok. Evelyn Freak, call die Badness. Baby, immer wenn ich drücke, ist es Magic. Wenn mein Big Booty sich auf sein Gesicht setzt. Baby, immer wenn ich bang, ist es Rich Sex. Doch. Hör nochmal rein. Evelyn Freak, call die Badness. Baby, immer wenn ich drücke, ist es Magic. Wenn mein Big Booty sich auf sein Gesicht setzt. Baby, immer wenn ich bang, ist es Rich Sex. Das war geil. Immer wenn ich bang. Das war nice. Ich habe immer noch ein bisschen Probleme. Dafür kann sie ja auch nichts. Mit den S-Lauten. Also wie gesagt, dafür kann sie nichts. Das ist ja einfach, da kann ein Mensch nichts für, so wenn es so ist. Aber das ist immer noch ein bisschen... Es triggert mich nicht, aber es ist noch nicht so dieser hundertprozentige Hörgenuss. Aber wie gesagt, da kann sie ja selber wenig dran machen. Million Dollar Pussy, Million Dollar Pussy. Million Dollar Pussy, Million Dollar Pussy. Million Dollar Ass, Million Dollar Ass. Million Dollar Ass, Million Dollar Ass.
Spaß. Ich muss sagen, die Stimmen harmonieren aber gut zusammen. Den Teddybär hier drüben hätte ich auch gerne gespielt. Nächstes Mal kommt hoffentlich der Anruf rein. Und das Video ist sehr heftig bis jetzt. Also beim Spectre-Video, was erwartest du? Ich bin Booty, hat die Energie. Tüdys passen nicht aufs Cover von dem Magazine. Body spray tan, Farbe Hennessy. Schmeiß die Scheine auf die Bitch und nenn es Charity. Also ich mag es gerne, wenn sie da so eine Melodie noch reinpackt ein bisschen. Weil dann ihre Stimme nicht so stumpf und nicht so einheitlich klingt. So sehr Standard, irgendwie gefühlslos teilweise. Bleibe bossy und ne Bitch, pack dir Body ins Gesicht. High class, dieser Ass kostet Milli. Wenn dein Baby mit mir datet, ist es Update. Ich find's fresh bis jetzt, also besser als erwartet, sag ich mal. Besser als erwartet. Ich hatte sehr eine normale oder eher geringfügige Erwartungshaltung, weil ich nicht genau wusste, ob es so krass zusammenpasst. Aber es ist auf jeden Fall besser als erwartet. Ein Song, den ich nicht skippen würde in der Playlist, würde ich sagen. Brillis und die Kiddies kriegen Bohnen an den Dickies. Bleibe bossy und ne Bitch, pack dir Body ins Gesicht. High class, dieser Ass kostet Milli. Wenn dein Baby mit mir datet, ist es Update. Denn ich esse ihre Pussy wie ein Cupcake. Und ich will an meiner ihren Lipgloss. Werde crazy von den Videos auf TikTok. Aber das Video ist halt schon heftig, Mann. Also auch das letzte Video von Flair, wo diese drei Songs in eine waren, das war schon krank. Und auch dieses hier wieder. Also das ist in einem ähnlichen Preissegment. Ich weiß nicht, ob öffentlich bekannt ist, wie viel es gekostet hat. Aber es war krank teuer auf jeden Fall. Eveline Freak, how the bad is. Baby, immer wenn ich drücke, ist es magic. Wenn mein Big Booty sich auf sein Gesicht setzt. Baby, immer wenn ich bang, ist es rich sex. Million Dollar Pussy, Million Dollar. Actually, not better part von Cutter. Million Dollar Pussy, Million Dollar Pussy. Million Dollar Ass, Million Dollar Ass. Million Dollar Ass, Million Dollar Ass. Songs über eine Bitch, die du nicht fixst. Weil du seit 10 Jahren mit derselben Bitch bist. Deine Fans labern irgendwas von Wish Wish. Obwohl die Chain mal wieder teurer als dein Clip ist. Konzentrier mich. Obwohl die Chain mal wieder teurer als der Clip ist. Ist halt auch eine gute Zeile bei so heftigen Musikvideos, wo halt die Chain nicht teurer als der Clip ist, sondern der Clip teurer als die Chain. Fans labern irgendwas von Wish Wish. Obwohl die Chain mal wieder teurer als der Clip ist. Konzentrier mich auf die Party, nicht auf Rap Beef. Denn die Viber sind am Splashen wie ein Jetski. Sie hat Flavor, denn die Pussy schmeckt nach Lemon Chill. Und ihr Bubble wird noch dicker als der Benzer Grill. Sie macht FaceTime, auch wenn sie den Booty zeigt. Booty, dass ich mal diesen lässt erlebe, hab ich prophezeit. Ich komm von. Ist halt ein typischer Flair-Song auch irgendwie gerade so. Erinnert ein bisschen an Shirin Bay und so dieses krass überdimensionale, was Flair gerade so droppt. Das passt gut da rein. Doch das Geld kommt nicht von irgendwo. No, Baby, das ist kein Viagra, ich bin immer so. 1 Uhr nachts, hier komm rein in den Club. 2 Uhr nachts, Energie ist bei uns. Das fühle ich gerade gar nicht. Das fühle ich gerade gar nicht. Weder vom Flow noch von der Stimmlage her von Flizzy. Das fühle ich gar nicht gerade. Ich komm von unten, doch das Geld kommt nicht von irgendwo. No, Baby, das ist kein Viagra, ich bin immer so. 1 Uhr nachts, hier komm rein in den Club. Das hört sich irgendwie vom Tempo her nicht richtig an. 3 Uhr nachts, Energie ist bei uns. 3 Uhr nachts, Mann, ich klär mir die Chick. 4 Uhr nachts, wir chillen in meiner Crib. Das hört sich so an, als ob er so ein Gedicht vorliest, wo aber irgendwie die Zeilen nicht richtig. Keine Ahnung, schwer zu erklären. Das hört sich an wie, wenn man. Es hört sich eher so an, als ob man einen Song vorliest. So halt monoton sehr und nicht wirklich in irgendeinem Rhythmus. Keine Ahnung, hört sich auf jeden Fall komisch an, finde ich. 3 Uhr nachts, Mann, ich klär mir die Chick. 4 Uhr nachts, wir chillen in meiner Crib. Ich hab Katja nicht gebankt, doch ich würde gern. Okay, Bro. Bro, danke für die Info, Digga. Okay. 4 Uhr nachts, wir chillen in meiner Crib. Ich hab Katja nicht gebankt, doch ich würde gern. Okay. Ich hab Shiri nicht gebankt, doch ich würde gern. Ich hab Juju nicht gebankt, doch sie würde gern. Der Front, Digga. Der Front. Und ich weiß, dass sie weiß, dass es möglich wäre, wenn ein Baby mit. War ein Angebot. War ein Angebot. Angenommen oder abgelehnt. Wir werden es sehen. Das ist Update. Denn ich esse ihre Pussy wie ein Cupcake. Und ich will an meinen. Hook ist geil. Ihren Lipgloss. Werde crazy von den Videos auf TikTok. Eveline Freak, how the bad is. Baby, immer wenn ich drücke, ist es magic. Wenn mein Big. Hook finde ich wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ist Ohrwurm, die beiden kommen gut, die Stimmen harmonieren. Und wirklich natürlich hier, der Eyecatcher ist dieses fette Video. Krank. Booty sich auf sein Gesicht setzt. Baby, immer wenn ich bang, ist Switch-Sex. Okay, Million Dollar Pussy, Million Dollar Pussy. Million Dollar Pussy, Million Dollar Pussy. Million Dollar Ass, Million Dollar Ass. Million Dollar Ass, Million Dollar Ass.
War das eigentlich vorhin, gar nicht drüber nachgedacht, war das ein Front an UFO? Eigentlich schon. Sie sagen irgendwie Rich Rich, obwohl die Kette teurer als der Clip ist. Das war einfach ein Front an UFO, Digga. Okay. Okay, Album kommt raus. Eure Mami. Okay. Ich werde es in die Beschreibung packen, die Amazon-Box, falls ihr sie euch gönnen wollt, Freunde. Dann macht das gerne. Supportet gerne. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf das Album tatsächlich. Auf den Style, den sie fahren wird, die Musikvideos. Weil das war wirklich qualitativ nochmal ein krasser Step-up. Und auch vom Soundbild her. Es war nicht perfekt, also jetzt nicht perfekt nach meinem Geschmack geschmiedet, was ja auch nicht Sinn der Sache ist. Aber Hook hat mir sehr gut gefallen, ist sehr catchy. Musikvideo brauchen wir nicht drüber reden. Spectre hat einfach wieder krasse Arbeit geleistet. Diesmal sogar, ich habe drauf geachtet, ohne Product Placement. Bei Flair, seinem letzten Video war ja für Smile Secret. Und hier ist diesmal nichts in Product Placement worden. Ich bin sehr gespannt, wie es sich entwickeln wird. Aber ich finde bis jetzt die Entwicklung von Katja gut. Und auch wenn es jetzt vielleicht nicht 100% mein Musikgeschmack ist, muss man sagen, dass sie sich in allen Sachen gesteigert hat. Grüße gerne aus an Steiger. Und das ist tatsächlich ein Step-up war in allen Bereichen so. Und das sollte man appreciaten, finde ich. Ich fand es nicht schlecht. Und wie gesagt, ist jetzt kein Song, den ich jeden Tag hören würde. Aber wenn er in der Playlist kommt, würde ich ihn nicht skippen. Von daher, ja. Fand ich nicht schlecht. Schreibt mal eure Meinung rein in die Kommentare, Freunde. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.